Hi, hier ist der Jonas von Loftfilm und in diesem Video geht es darum, wie Andreas Baulig und die Baulig Consulting GmbH mit einem Erklärvideo Millionenumsätze machen. Ihr alle kennt Andreas Baulig. Er und sein Bruder Markus Baulig sind Unternehmensberater, haben die Baulig Consulting GmbH gegründet, haben mittlerweile über 3500 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und machen einen Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen Euro. So. Und Andreas Baulig hat auf seinem YouTube-Kanal ein Video, das ist ein Erklärfilm, den werden wir auch gleich zusammen einmal komplett anschauen. Und dieser Erklärfilm hat mittlerweile, wir sehen es hier, über 600.000 Aufrufe. Warum? Weil Andreas Baulig da Werbung drauf schaltet. Das heißt, er gibt Geld dafür aus, dass mehr Menschen dieses Video auf YouTube ausgespielt bekommen. Und jetzt klar ist es so, Andreas Baulig macht sehr viel Umsatz und hat bestimmt nicht zu wenig Geld, aber trotzdem wird auch ein Andreas Baulig Geld nicht sinnlos aus dem Fenster werfen und Geld für Werbemaßnahmen ausgeben, die am Ende nichts bringen. Wir können also davon ausgehen, dass wenn hier so viel Geld ausgegeben wurde, dass mehr als eine halbe Million Menschen dieses Video gesehen haben, dass es sich auch in irgendeiner Form rentiert. Und das sehen wir auch, weil Andreas Baulig mittlerweile schon mehr Erklärfilme gemacht hat. Wir sehen zum Beispiel hier ein weiteres Erklärvideo. Auch das hat schon fast 50.000 Aufrufe. Und genau, wir sehen auf jeden Fall, es scheint zu funktionieren. Ja, es gibt anscheinend Ergebnisse. Und in diesem Video will ich dir einmal genau zeigen, warum es funktioniert. Wir schauen uns gleich das Erklärvideo zusammen an. Wir analysieren das einmal gemeinsam. Und genau, ich zeige dir genau Schritt für Schritt, was hier gemacht wurde, dass es eben Kunden bringt, dass es eben für die Baulig Consulting GmbH Anfragen liefert und sich so sehr lohnt. Um zu verstehen, was ich dir gleich sagen will, wollen wir erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar wollen wir uns einmal anschauen, wie ist ein Verkaufsgespräch aufgebaut. Du wirst gleich verstehen, worauf ich hinaus will. Also, wie muss ein perfektes Verkaufsgespräch aufgebaut sein? So. Vielleicht machst du selbst Verkaufsgespräche, vielleicht kennst du die Theorie dahinter, vielleicht hast du schon Verkaufstrainings mitgemacht. Die Dinge, die ich dir gleich sage, die werden dir in der einen oder anderen Weise bekannt vorkommen. Also, wie läuft ein Verkaufsgespräch ab? Du musst immer in einem Verkaufsgespräch erstmal in irgendeiner Form die Ist-Situation deines potenziellen Kunden analysieren. Dir anschauen, wo steht mein potenzieller Kunde gerade? Was machst du dann? In jedem Verkaufsgespräch musst du immer in irgendeiner Form Schmerz triggern. Du musst in irgendeiner Form dem Kunden zeigen, du hast ein Problem. Du musst vielleicht sogar Salz in die Wunde streuen. Denn nur wenn ein potenzieller Kunde versteht, hey, ich habe ein Problem, nur dann wird er auch bei dir kaufen, ja, und zwar deine Lösung dafür kaufen. Das ist natürlich der nächste Schritt. Du musst in irgendeiner Form in einem Verkaufsgespräch erklären, was ist die Lösung, wie sieht eine Zusammenarbeit aus, was können wir für dich tun. So. Dann musst du im Verkaufsgespräch Vertrauen aufbauen. Jeder Verkaufstrainer wird dir sagen, du musst Vertrauen aufbauen. Dein Kunde kauft nur dann bei dir, wenn er dir auch wirklich vertraut, wenn er das Gefühl hat, du bist vertrauenswürdig. Und dann im Verkaufsgespräch kommen Einwände. Vielleicht nicht in jedem Verkaufsgespräch, aber definitiv ist Einwandbehandlung ein großer Teil von einem Beratungs- oder Verkaufsgespräch. Dann gibt es auch einen letzten Schritt, und zwar, wenn du dem potenziellen Kunden gezeigt hast, dass er ein Problem hat, dass du eine Lösung für ihn hast, er vertraut dir, du hast seine Einwände behandelt, dann muss er natürlich wissen, wie geht's jetzt weiter. Ja, ich möchte bei dir kaufen, ja, ist auch ein Käufersignal. Ja, wie würde es denn weitergehen, wenn wir zusammenarbeiten würden? Ja, das musst du ihm natürlich auch erklären. So, das ist, wie ein Verkaufsgespräch aufgebaut ist. Soweit wahrscheinlich nichts Neues für dich. Jetzt ist die Frage, was hat das zu tun mit dem Erklärvideo von Andreas Baulig? Und um das zu verstehen, schauen wir uns jetzt einmal diesen Erklärfilm zusammen an. Du wirst nämlich sehen, dass dieses Erklärvideo aufgebaut ist wie ein Verkaufsgespräch. Das bedeutet, dieser Erklärfilm, das werden wir gleich sehen, hat alle diese Schritte, die in einem normalen Verkaufsgespräch drin sind, auch, aber eben in Form von einem Erklärvideo. Schauen wir mal rein. Wenn Sie ein Dienstleistungsangebot haben, das erklärungsbedürftig oder hochpreisig ist, dann gewinnen Sie Kunden wahrscheinlich durch Beratungstermine oder Verkaufsgespräche.
Dafür benötigen Sie qualifizierte Kundenanfragen. Die bekommt man auf herkömmlicher Weise über Messen, das Netzwerk oder Empfehlungen. Das Problem dabei? So, wir sehen, das war der Ist-Zustand. Wenn Sie ein Angebot haben, das hochpreisig ist, dann machen Sie aktuell das, das und das, wahrscheinlich über Empfehlungen, über Messen. Das ist der Ist-Zustand. Genau wie im Verkaufsgespräch wird erstmal analysiert, lieber Kunde, lieber Interessent, wo stehst du eigentlich aktuell? So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Du erinnerst dich im Verkaufsgespräch, wir müssen das Problem ansprechen. Welches Problem hast du in deiner aktuellen Situation? Das Problem dabei? Mal kommen viele Anfragen auf einmal, mal eine ganze Weile nichts. Die Folge? Schwankende Umsätze, fehlende Kontrolle, höheres Risiko. Ihr Unternehmen kann nicht planbar wachsen. Stellen Sie sich vor, Interessenten. So, das war die Problemphase. Ja, stell dir vor, in einem Verkaufsgespräch sitzt jemand und du erklärst ihm, schau mal, das ist ein Problem, was du hast. Oder der Interessent erklärt dir, schau mal, ich habe dieses Problem, ich komme da nicht weiter. Jetzt spürt der Interessent, verdammt, ich habe da tatsächlich ein Problem. Ich sollte das mal angehen, ich brauche eine Lösung dafür. Und die Lösung wird jetzt natürlich als nächstes präsentiert. Erwachsen. Stellen Sie sich vor, Interessenten kommen regelmäßig aktiv auf Sie zu, ganz ohne Messen oder Empfehlungen. Dafür müssen Sie Ihre Zielgruppe da erreichen, wo sie heute sowieso unterwegs ist. Mit bezahlter Online-Werbung sehen Interessenten Ihr Angebot auf Ihrem Smartphone, Tablet oder am Computer. Das funktioniert so. Sie bezahlen Plattformen wie Facebook, LinkedIn oder Google dafür, dass Werbung für Ihre Dienstleistung online angezeigt wird. Da diese Plattformen alle möglichen Daten über ihre Nutzer gespeichert haben, wird ihre Werbung gezielt an die passende Zielgruppe ausgespielt. Ein potenzieller Kunde, der vorher vielleicht noch nie von Ihnen gehört hat, klickt jetzt auf die Werbung und informiert sich über Ihr Angebot. So, wenn man diesen Teil mal anhört, dann kann man nachvollziehen, was ich meine mit dieser Parallele Verkaufsgespräch und Erklärvideo. Denn diesen Teil könnte man eins zu eins so in einem Verkaufsgespräch sagen. Stell dir mal vor, ja, was würde es für dich bedeuten, wenn plötzlich die Leute von alleine kommen? Ja, wenn du nicht mehr aktiv auf Messen gehen musst. Ja, du glaubst nicht, dass es funktioniert? Pass auf, ich erkläre dir mal, wie das funktionieren kann. Das funktioniert so. Dann wird das ganz einfach Schritt für Schritt erklärt. Jetzt stell dir mal vor, ein Mensch sitzt in so einem Verkaufsgespräch, bekommt das von dem Berater oder Verkäufer so präsentiert und sagt, das klingt eigentlich schon gut. Da hätte ich schon Interesse dran. Ja, schau dir mal, wie es im Video weitergeht. Je mehr Menschen das tun, desto mehr werden auch Kontakt mit ihnen aufnehmen. So bekommen sie ganz automatisch Kundenanfragen. Im Gegensatz zu Messen, Zeitungsanzeigen oder Plakatwerbung sehen sie über die Plattformen auch ganz genau, wie viel Geld sie pro Klick bezahlen und dementsprechend auch, wie viel sie pro Anfrage ausgeben. Das lässt sich dann beliebig erweitern, denn je höher das eingesetzte Werbebudget, desto mehr Menschen sehen sie und desto mehr Anfragen erreichen sie auch. Mit bezahlter Online-Werbung steigern Sie Ihren Umsatz planbar. Wir bei der. So, wir haben jetzt das Angebot komplett präsentiert. Wir haben gesagt, wie es funktioniert, warum es funktioniert, ja, und haben erklärt, warum dieses Angebot so besser ist als die aktuelle Ist-Situation. Und jetzt, du erinnerst dich, wir müssen noch Vertrauen aufbauen und wir wollen auch Einwände behandeln. Das Problem ist das folgende: In einem Verkaufsgespräch wartet man, welcher Einwand kommt und geht dann auf diesen Einwand ein. Bei einem Erklärvideo geht das natürlich nicht, weil du weißt nicht, welchen Einwand oder welche Sorgen dein potenzieller Kunde hat. Aber auch hier in diesem Film von den Baulex gehen sie auf Einwände ein. Ja, Einwände, die sie vielleicht immer wieder hören. Und wie das gemacht wird, schauen wir uns jetzt an. Umsatz planbar. Wir bei der Baulig Consulting GmbH unterstützen Sie dabei. So, erstmal hier. Wir sehen die Baulig Consulting GmbH. Wir sehen auch, dass, ich mache mal den Untertitel weg, wir sehen hier erstmal das Firmengebäude von der Baulig Consulting GmbH. Das ist ein großes, beeindruckendes Gebäude. Das ist nicht zufällig hier in diesem Erklärvideo, sondern das schafft natürlich unterschwellig Vertrauen. Wir sehen auch Markus und Andreas gezeichnet als Figur. Und im Hintergrund sehen wir ja Silhouetten, das sind die Mitarbeiter. Warum machen wir das? Oder warum macht die Baulig Consulting GmbH das in diesem Video? Ganz einfach deshalb, weil sie zeigen wollen, schau mal, wir sind nicht irgendwie so zwei Einzelkämpfer, sondern wir haben ein großes Team. Wir haben viele Mitarbeiter. Das strahlt Vertrauen aus. Also du siehst, auch hier wird Vertrauen aufgebaut. Unterstützen Sie dabei.
Egal mit wie viel Werbebudget Sie planen, wir haben Kunden in allen Größen betreut. Vom Selbstständigen bis hin zu Unternehmen mit mehrfach siebenstelligen Jahresbudgets. So, das hier ist eine Form von Einwandbehandlung. Egal mit wie viel Werbebudget Sie planen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich diesen Einwand habe, ich habe aber nicht so ein großes Werbebudget, ja, bei mir funktioniert das bestimmt nicht, dann wird dieser Einwand hier schon behandelt. Wenn ich sage, ja, ich bin aber eine kleine Firma, ja, ich bin noch nicht so groß wie ihr und wie eure Kunden, dann wird das hier behandelt, weil sie sagen, vom Kleinen oder vom Selbstständigen bis zu großen Unternehmen haben wir alle beraten. Genauso andersrum, wenn du den Einwand hast, oh, ich bin ein großes Unternehmen schon, ich glaube, die Baulix sind eher so für kleine Anfänger, dann wird das hier auch schon gelöst. Ja, das heißt, wir behandeln hier die Einwände vor in diesem Video. So, schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Auch Ihnen können wir zu Anfragen von kaufkräftigen Kunden verhelfen, die sich auf Ihren Anruf und Ihr Angebot freuen. Dafür schauen wir uns an, welche Online-Marketing-Maßnahmen in Ihrem Fall relevant sind und beraten Sie bei der Umsetzung. Wenn digitale Neukundengewinnung für Sie interessant klingt, dann vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Einfach eintragen auf www.andreasbaulig.de. Und jetzt wird noch die Frage beantwortet, wie geht es weiter? Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Was sind die nächsten Schritte? Auch das musst du in einem Verkaufsgespräch beantworten. Wenn der Interessent sagt, hey, das klingt super, ich habe da Interesse, ja, wie geht es jetzt weiter? Dann musst du natürlich erklären, was sind jetzt die nächsten Schritte? So. Und du hast gesehen, dieses Video, dieser Erklärfilm und das perfekte Verkaufsgespräch haben sehr viele Parallelen. Klar, beim Verkaufsgespräch willst du, dass am Ende ein Abschluss passiert. Sprich, dass irgendwie ein Vertrag unterschrieben wird. Bei dem Erklärvideo möchtest du das nicht, das ist auch unrealistisch. Du möchtest, dass jemand eine Anfrage stellt, ja, oder auf deine Webseite kommt und sich einträgt. Aber ansonsten hast du gesehen, dass vom Aufbau, von der Struktur, von den inhaltlichen Dingen, die angesprochen werden, ein guter Erklärfilm sehr viele Parallelen hat zu einem Verkaufsgespräch. Warum? Weil es immer die gleiche Psychologie ist, die funktioniert und die jemanden oder einen potenziellen Kunden dazu bringt, Interesse zu haben oder auch eben den nächsten Schritt zu gehen, eine Anfrage zu stellen oder sich für dich zu entscheiden. So. Der einzige große Unterschied, den es gibt, ist, im Verkaufsgespräch hast du in der Regel die Zeit des Interessenten, der setzt sich hin und sagt, hey, ich habe jetzt ein Beratungsgespräch vereinbart, ich nehme jetzt die 60 Minuten Zeit. Das heißt, diese Person, die hat sich schon darauf eingestellt, mit dir jetzt gleich Zeit zu verbringen, mit dir zu sprechen. Bei einem Erklärvideo ist es anders, gerade so bei YouTube-Werbung oder auch bei Facebook-Werbung. Da ist es nämlich so, du musst erstmal die Aufmerksamkeit gewinnen. Das ist der größte Unterschied, und zwar, dass du bei einem Erklärvideo es schaffen musst, dass jemand nicht nur anfängt, das Video zu schauen, sondern auch weiterschaut. Auch das können wir nochmal kurz anschauen, wie das hier bei diesem Film gemacht wurde. Wenn Sie ein Dienstleistungsangebot haben, das erklärungsbedürftig oder hochpreisig ist, dann gewinnen Sie Kunden. Das war's schon. Die ersten 5 Sekunden sind entscheidend. Gerade bei YouTube kann man nämlich nach 5 Sekunden auf Video überspringen klicken. Und wie wird das hier gemacht? Also es kommt hier ein Text im Bild. Warum? Weil oft Videos ohne Ton angeschaut werden. Ja, vor allem auf Facebook, auf Instagram werden oft Werbevideos zuerst ohne Ton angeschaut. Deshalb steht hier auch Text im Bild. Gleichzeitig wird die Zielgruppe direkt angesprochen. Wenn Sie ein erklärungsbedürftiges oder hochpreisiges Angebot haben, wenn du jetzt Unternehmer bist und in dieser Zielgruppe bist, ist damit automatisch dein Interesse geweckt. Wenn du Angestellter bist, dann wirst du jetzt abspringen und diese Werbung überspringen. Das macht aber nichts, weil du bist eh nicht die Zielgruppe. Das heißt, indem man hier die Zielgruppe gleich anspricht, indem man eine Frage stellt, indem man Text ins Bild macht, und du siehst auch hier, es passiert relativ viel Bewegung, es ploppen diese ganzen Dinge auf. Das heißt, stell dir vor, du scrollst durch Facebook und plötzlich siehst du irgendwo plopp, 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 viele Bewegungen. Dann schaust du erstmal dahin, instinktiv. Ja, und alle diese Dinge wurden hier gemacht. Wenn Sie ein Dienstleistungsangebot haben, das erklärungsbedürftig oder hochpreisig ist. Ganz einfach, um das Interesse zu bekommen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du im Erklärvideo immer am Anfang machen musst. Ab dann ist es wichtig, einfach nur diese grundsätzliche Verkaufspsychologie, die sowohl in einem Verkaufsgespräch wie auch in einem Erklärvideo, Marketingvideo angewandt werden kann, ja, dass du die nutzt, weil es einfach funktioniert. So. Und
Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, aber Andreas Baulig, Markus Baulig, die sind ja auch schon so bekannt, die sind ja schon so groß. Ja, für mich kann das gar nicht funktionieren. Damit liegst du aber falsch. Ja, wir sind Loftfilm, wir sind auch die Agentur, die für Andreas und Markus diesen Erklärfilm gemacht hat und auch noch viele weitere Erklärfilme. Und wir machen das nicht nur für riesengroße Unternehmen wie die Baulig Consulting GmbH, sondern haben das schon für über 1500 kleine und mittelständische Unternehmen gemacht. Und die Ergebnisse, um einfach nur ein paar zu zeigen, zum Beispiel Joachim Lemke hier hat pro Jahr 500.000 Euro mehr Umsatz erzielt, nur durch seinen Erklärfilm. Auch hier Michael Kern, der ist im B2B-Bereich tätig und hat wirklich als Zielgruppe große Industrieunternehmen, hat auch schon mehr als 250.000 Euro Umsatz mit seinem Erklärvideo erzielt. Hier der Paul hat eine Musikschule und der bekommt dank seinem Erklärfilm mittlerweile über 100 Anfragen pro Monat von Menschen, die bei ihm eine Schnupperstunde machen wollen. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, aber es funktioniert immer und immer wieder. Und der Grund dafür ist ganz einfach der, dass diese Erklärvideos aufgebaut sind wie ein Verkaufsskript oder wie ein Verkaufsgespräch. Wenn du das auch möchtest, ja, wenn du auch möchtest, dass wir für dich so ein Erklärvideo machen, dann kannst du dich gerne bei uns anmelden. Komm auf loftfilm.de, trag dich gerne ein zum Erstgespräch. In diesem Erstgespräch erstellen wir auch bereits eine Strategie für deinen Film, zeigen dir auch, wie du ihn richtig einsetzt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Und ja, wenn du dieses Format cool fandest, wenn du möchtest, dass ich von anderen großen Kunden von uns die Erklärvideos analysiere, zeige, was genau wir da gemacht haben, wie es funktioniert, welche Ergebnisse die erzielen, dann schreib das gerne in die Kommentare und dann kann ich gerne noch mehr Videos in dieser Art machen. Das war's von mir aus München. Liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Ciao.